Weihnachtsmann möchte sein Wohnzimmer noch weihnachtlicher dekorieren und fängt an zu basteln. Zunächst faltet er ein DIN A4-Blatt zu einem Schirmständer. Von beiden Seiten faltet er es auf die Mitte, sodass am Ende die Hälfte des Blattes als Schirmgröße zur Verfügung steht. Dann schneidet er eine ca. 5 cm x 5 cm große Weihnachtskarte und einen ähnlich hohen Tannenbaum aus. Beide klebt er an leere Streichholzschachteln und stellt sie nebeneinander vor den Schirmständer. Nun stellt er in etwa 30 cm Abstand vor die Karte ein brennendes Teelicht. Ein zweites wird so platziert, dass der Schatten des Tannenbaums auf dem Schatten der Weihnachtskarte landet. Wenn die Weihnachtskarte, der Tannenbaum und das erste Teelicht positioniert sind, wie viele Möglichkeiten gibt es, das zweite Teelicht so aufzustellen, dass der Schatten des Tannenbaums genau in der Mitte des Schattens der Karte platziert wird und beide Schatten die gleiche Höhe haben? A. Es gibt genau eine Möglichkeit. B. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. C. Es gibt höchstens drei Möglichkeiten. D. Es gibt beliebig viele Möglichkeiten.